Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, ja, jetzt hat er mich leicht überrumpelt, weil ich gesehen habe, dass schon Ready to Bumblebee wir sind. Aber es ist okay. Wir improvisieren das. Es ist ja auch so ein bisschen immer so zum Einstimmen und ein Prozess des gemeinsamen Lernens. Das ist okay. Ja, wir haben das Spielmenü vor uns. Wir erfreuen uns über diese wunderbar schöne Landschaft mit Blumen am Wegesrand, wo wir dumm stehen. Die Charaktere sind ungefähr halb so groß wie das felsige Gebirge, was das da überall rumgeht. Das sind Bäume, nicht Blumen. Aber das war auch sarkastisch. Das ist ein Trick. Aber okay, gut. Es sind halt nicht alle mit Sarkasmus als zweite Fremdsprache gesegnet, ich aber es ist okay. Schon. Ich füge wirklich schon. Na, jetzt, da hat es gerade nicht funktioniert, weil das ist no, nicht so. No Papi ist perfekt. Mein Name ist Nobody. Aber es ist okay. Für das sind wir da. Deswegen da wir jetzt einen Kommandanten rekrutieren, dass wir das Ganze ein bisschen wieder ausgleichen. Und ja, ich wünsche euch und uns einen wunderschönen Part. Der ist ja auch noch da. Auf den Kerl habe ich vergessen im letzten Part. Ist in der Ordnung. Ist in der Ordnung, lieber Freund. Na? Ja, hey. Warum solltest du nicht dürfen? Also, probieren wir es noch einmal. Was war dein Highlight für diese Woche? Was war mein Highlight für diese Woche? Was du mit der Community teilen möchtest. Anders. Ich setze meinen Kommandanten rein, nur zum Verteidigen. Highlight. Ich habe so ein langweiliges Leben, das ist so schwer, das zu sagen. Jetzt habe ich einen ganzen Part gebraucht, bis ich mir das eingestehen habe können und jetzt kann ich es endlich zugeben. Okay. Er hat wirklich keinen wirklichen Highlight gegeben, ist so. Okay. Oh! Haha, hat funktioniert. Eine Untergrundschlacht, wie schön. Wildschweinreiter, Spickerschützen. Goblins, Wildorks, ja, Wolska. Machen wir das mal selbst, einfach nur weil es im Untergrund ist. Underground eh. Le Untergrund? Ich habe mir eigentlich gedacht, er wird jetzt direkt auf die Siedlung drauf marschieren, dass wir da jetzt im Untergrund landen, damit habe ich nicht gerechnet. Da hast du aber die Rechnung ohne den. Ohne das Spiel gemacht, ohne ja. Ohne das Spiel gemacht. Ohne die Key. Ohne die KI. Ohne die Key. Vor das Karas ankornen. Nicht wahr? Aber bitte mit der Vorsicht wegen dem Zug, nicht wahr? War doch zu schade, wenn dem Zug irgendwas zustoßen würde, ne? Es wäre schade und... Um den Zug. Um den Zug. Na gut, Freunde. Gut, ihr gebarteten... Oh ja, sowas können wir ja. Feuerball. Achso, ja. In 20 Sekunden... Und zwar jetzt in 20 Sekunden. Können Mama das auch machen? Aber jetzt können wir nur mit den Steinchen ballern. Ballerballer machen. Dazu nicht einmal ein Haribo-Kassen. Ballerballer. Gibt's ja noch. Okay, nicht Hot-Kassen, sondern gibt's noch. Oder heißt noch? Ja, fast. Ballerballer. Okay. Polino. Warte mal, waren die Ballerballer nicht die. Ich weiß nicht, ob das Haribo war. Waren das nicht die grünen und roten Lakritz-Dinger, wo in der Mitte die weiße Kaumasse drinnen war? Die Schnierung, das war doch Ballerballer. Ja genau, die Schnierung. Das hat es doch im Boot draußen ergeben. Da genau, in einem Freibad, wo wir ein bisschen Zeit verbracht haben. Wow.
Alter, unser Kommandant wird angegriffen und du magst nix. Bist denn du für ein Feldherr? Der hat einen verdammt großen Piep Lebensbalken. Penisbalken. Mhm. Du geh, okay, heute schnabuliere dir den Wurzsack. Und hier hockt die Bogenschützen. Hast du schon gefeuerballt? Feuer, Feuer. Feuer, 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 Feuer. Ja, da, Feuer, Feuer, Feuer. Schön. Ja, also so ein bisschen Standard-Zwergenarmee hat schon ein bisschen einen Rums, so ist es wieder nicht. Auch wenn da gerade ein bisschen was Buntes passiert. Weil Magie ja immer bunt sein muss, dass man sich beeindruckt fühlt davon. Und da fliehen sie. Bogenschützen, bitte alle auf den Wurzsack. Und da ist er weg. Wo geht's? War of Vengeance. Immer diese ganze Rache nehmen. Gut. Da sind wir daheim. Da gehen wir hin. Weil, warum nicht? Und wieder mal die Katapulte, 59 Kills. Sind die Master Chiefs? Ich bin der Master Chief. MC, Master Chief, ne? Genau. Wofür steht MC eigentlich bei diesen ganzen Hip-Hopper? Das habe ich sogar nicht gewusst. Wahrscheinlich für Master Chief, kihihi. Nein, an der Aussage merkt man schon, dass ich zwar allen Musikrichtungen offen bin, aber so tief in der Hip-Hop-Heit nicht drinstecke. Das muss man dann doch gestehen. Steckst du halt woanders tief drinnen? So viel zu den unvorstellbaren Vorstellungen. Gut. Ihr macht einen kleinen Armeetausch. Und zwar Ambrustützen 2 Handwaffen. Kriegst du na, den. Und den. Na, den. Und den. Und den. Und den. Genau. Und dann. Die sie zusammenlegen. Und zwar 1, 2 gegen die. Zwar, wenn ich mich nicht immer verdrucken wird, wäre alles leichter. Genau. Dann machen wir das. Gewaltmarsch und zurück in die Siedlung. Zurück zum Start. Zum Ursprung, nicht wahr? Wenn wir schon bei den Werbeslogans waren. Wenn wir schon bei den Werbeslogans waren im letzten Parto. 88,6. Na, mach ein Squeakhornberg, bitte. Bitte. Und wir haben eine Technologie. Einkommen von Werkzeugmachern, diplomatische Beziehungen, Gilden, Vorstände, für die Erlösse, okay.
Bergwerker, Zwergenkrieger, ja, die werden ein bisschen die Standardinfanterie, ja, sein, warum nicht? Warum auch nicht? Gut, und dann eigentlich schon wieder ready for the next Runde. Opa. Okay. Und tschüss. Ja, nein, weiß nicht, hab Angst. Die berühmte Frage. In dem Fall heißt es, ich hab Angst. Und irgendwo ist eine Rebellion. Daheim ist eine Rebellion. Okay. Warum bist du so böse? Okay, dann müssen wir mit dir wieder retour. Weil ein Rebellionchen ist eine unschöne Sache. Provinzhauptstadt heißt das. Das ist Sammel. 16 Führerschaft gegen Menschheit und Bierfürsten Elfen. Starrsinnig? Sind wir starrsinnig? Nein, wir sind sammelmäßig. Und dann einmal Richtung Blitzschlag gehen, der ist noch wichtig. Sehr wichtig. Hast du aber trotzdem zwei. Nerv, 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 nerv. Wenn die Rebellion bei den Säulen des Krugli rauskommt, dann wird's lustig. Dann könnten sie es nämlich sogar schaffen. Bergwerker, Zwergenkrieger, Ambusschützen. Und da nicht immer so viel Spannung war, hat Horst der Zwerg. Horst der Zwerg. Da meine Speicherungen, da habe ich mit Winterzahn angefangen, mal mit dem Bösen. Ist auch eine coole Fraktion, also hat sich auch viel Spaß zum Let's Play. Und da gleichzeitig die Frage zu stellen, warum bin ich so böse, ist auch gut. Ja genau, meine erste Speicherung, warum bin ich so böse und so böse bin ich irgendwie so. Der Groll um die Grube, die Region. Sehr geil, Sergeant Q. Der Rückenbeißer. Mosch aus der Wildschweinreiter. Okay. Bitte ausbauen, danke. Okay, I'd rather eat a squeak. Das wird nämlich nicht funktionieren, dass die als Verstärkungen kommen, die Garnisonstruppen. So cry off! Wildorg-Moschers, die werden mehr, wenn man die jetzt halt angreift. Bleider Brückenbeißer. Du bist aber auch ein Gewaltmarsch, aber wenn ich die rausziehe, wird er angreifen in der nächsten Runde. Manchmal hat man es halt nicht leicht, gell? Ja. Allerdings. Schauen wir mal, was rauskommt. Nix, ein feuchtes Nichts. Schon. Streitwagen, Nachtgoblins, Spickerschützen, Moschas, Moschas. Das ist ein Schwertinfanterie, okay. Ja. Schauen wir mal.
Wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, aber wie gesagt, man muss ihm da ein bisschen schwächen, weil er in der nächsten Runde sonst mehr Einheiten kriegen würde und dann ist er umso schwerer zum Biegen. So gesehen ist das ein bisschen gaxi. Hätte ihm im letzten Part mehr Truppen mitgeben sollen von der anderen Armee. Das hätte noch ein bisschen was ändern können jetzt. Hörst du die Trommeln des Krieges? Ja, ich sehe sie für den Wildschweinen sitzen. Die wilden Wildschweine. Die wilden Wildschweine? Ja, das mag's. Wildsonner. Sind die Sonner so gut? Aber gut, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Wie du schön hast. In allem. In allem. Ich hab den Spruch aber im Gaming-Kontext echt das erste Mal gehört. Ich glaube, er kommt auch von da, ne? Nein, eigentlich aus dem Rechnungswesen. Oh. Macht Sinn. Macht Sinn. Die Weisheit ist nicht von nicht zu unterschätzen, da. Weisheit. Ja, genau. Ja gut, dass wir das auch besprochen haben, weil so hat es sicher Leute gegeben, die haben das Ganze noch nicht so übertüncht. Übertüncht. Überzuckert. Übertünchen hast du eigentlich was anderes. Nicht so richtig mitgekriegt, ne? Die gehen aber gut an bei dem Beschuss. Da geht was. Wir machen gerade Werbung für ein Metallica-Album. Jetzt schon. Finde. Okay, die wollen auf die. Oder auch nicht. So, ich schicke dir ein bisschen in den Nahkampf, einfach weil die kurz sind im Nahkampf. Nachtgoblins in den Rücken der Nachtgoblins. Ja, viel mehr kann man da jetzt eh nicht machen. Die brechen schon ein, ja, wie erwartet. Moschas, wie schaut's mit euch aus? Kill Orks. Brettern die Streitwagen rein, ja genau, sieht klar, ist eher abzusehen. Ja, in dem Rücken von der Einheit, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, die gehen auch noch, also, jo. Erwartbar. So. Der am Rücken besser. Das wird heute ein XXL-Part, aber es ist okay. Echt? Sind wir schon soweit? Ja, ja. Weil wir haben ja. Ich hab nämlich eh schon verloren. Ach, schau! Ich hab nämlich eh schon verloren. Verluste 131, okay, aber der General lebt noch. Jo. Okay, jetzt gehst du da rein, Kumpulino. Greift im nächsten Part hoffentlich Karasakaraka und hoffentlich ist er so dumm. Und den Rest von diesem Spaß.
Den Rest von dem Spaß genehmigen wir Sie uns im nächsten Part. Ja, gut. Dann haben wir viel gesehen. Wir haben gesehen, wie der liebe große Doc abgelost hat. Ja, so groß bist du auch nicht. Aber ich habe abgelost. Aber du, der Teil vom Satz war richtig. Der Teil vom Satz war richtig. Dafür hast du nicht mehr Optionen oder einen Support. Wenn's das so. Bitte supportet mich, bitte. Supportet uns. Sorry. Dann ist es zwar. Falls dann aufgefallen ist. Ja, ja, und wir spielen beide. Ich spiele und du hängst am Handy und spielst am Handy. Entschuldigung, habe ich jetzt mein Handy da? Ich habe noch nie mein Handy gespielt. Genau, ich habe es auch noch nie in Griffweite liegen gehabt während dem Aufnehmen. In Griffweite habe ich schon liegen, aber das ist ja nur dazu da, weil ich eine Aufgabe habe. Ja, das stimmt. Das ist auch wahr. Bitte, ich muss auf die Uhrzeit schauen und deswegen muss ich immer mein Handy in der Hand haben, weil nur da die Uhrzeit geschrieben steht. Naja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Grüß euch. Und wieder lieb.